Ich glaube, ich saß mit der schon mal im Taxi zusammen. Oh, ey, ich hab Legend Gänsehaut. Und sie fühlt, Digga, sie snappt. Sie snappt, ja, sie snappt. Sie ist am Snappen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Ich muss ganz kurz auch wieder ehrlich sagen. Ich muss auch ehrlich sein heute mal. Ich bin heute ausnahmsweise mal ehrlich auch. Du siehst heute wirklich wieder sehr wunderschön aus. Also ich muss sagen, wow. Du hast dich auch wieder rausgeputzt heute für mich. Hast dich, sei ehrlich. Hast du dich rausgeputzt für mich heute? Das habe ich mir schon gedacht fast. Okay, Freunde. Wir sind heute endlich am Start. Erstmal, Freunde, SheRizzles. Wo seid ihr? Seid ihr da? Kommentiert, dass ihr ein SheRizzle seid, Freunde. Ein OG SheRizzle, so wie ich. Gangtour. Gangtour 1.0 sogar noch und Gangtour 2.0 auch am Start gewesen. OG. Ein OG-Fan bin ich, Freunde. Ein OG-Fan bin ich. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben jetzt hier finally das lang ersehnte Q&A, was vor einer Woche hochgeladen worden ist, Freunde. I'm so fucking sorry, dass ich so spät dran bin. Es tut mir echt leid. Morgen kommt direkt das nächste Video schon raus, weil sie ja jeden Sonntag was hochladen wollte. Da werden wir definitiv und versprochen schneller sein. I'm so sorry, dass ich jetzt so spät bin, Freunde. Aber es war ein sehr langes Video. Und ich war irgendwie die Woche über viel unterwegs und habe dann verpennt gehabt, so ein langes Video auch noch aufnehmen zu können in meiner Zeitplanung. Deswegen, I'm sorry, Freunde, ich habe es aber noch nicht angesehen, weil ich es mal unbedingt mit euch zusammen ansehen wollte. Ich weiß, viele haben darauf gewartet und wir werden morgen definitiv versprochen, komm, was wolle, schneller sein. Jetzt haben wir aber das lang ersehnte Q&A erst einmal verlobt. This is aus der Szene, mein Ghostwriter, Shirin David, 1,1 Millionen Aufrufe, Freunde. Wer schafft das sonst? 1,1 Millionen Aufrufe in der Promophase, die noch nicht mal richtig angefangen hat, weil es nicht mal einen Vorbestellerlink zum Album gibt. Das ist krass, Alter. Das ist krass. Ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich sehr auf alles Weitere, was kommt. Ich will gar nicht lang schnacken, Freunde. Das letzte Video, die Roomtour, haben wir uns angesehen, wo es einen kleinen ersten Teaser gab zum neuen Album, der mich aus den Socken geholt hat. Wie heißt das? Aus den Socken geschossen. Der hat mich aus den Socken gehauen. Gehauen! Hat. Und, falls ihr neu sein solltet, Freunde, lasst gerne ein Abo da. Wir werden uns alle weiteren Shirin-Videos zusammen ansehen. Falls ihr Bock darauf habt, lasst gerne jetzt ein Abo da. Kostenlos und supportet den Kanal enorm. Und dann seid ihr auch offiziell verifiziert und zertifiziert, wunderschön. Just saying. Wir hören rein, Freunde, und gucken rein. Let's go. Oha. Oh, es war voll so dieses, aus welcher Tür wird sie wohl kommen? 1, 2 oder 3? Und das war diese Tür hier. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shirin David. Ey, diese OG-Begrüßung, Mann. Ey. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shirin David. Oh. Hi. Hey Leute, ich habe nicht nur ein Wohnzimmer und eine Küche, ich habe auch mehr Zimmer als das. Sehen wir die jetzt? Ich möchte mich an allererster Stelle bei euch bedanken für diese unfassbar krasse Resonanz auf mein erstes YouTube-Video seit gefühlt 2 Jahren. Ich habe mich so drüber gefreut, Mann. Ich habe euch gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es in den Abo-Boxen angezeigt wird. Oder es wurde angezeigt. In den YouTube-Trends. Wow, deswegen vielen, vielen Dank für die Liebe und den Support. Und ich dachte mir, gerne, heute beantworte ich nicht eure Fragen, weil ihr habt mir sehr, sehr, sehr viele gestellt unter meinem letzten Oder die Bangs sehen fucking gut aus bei ihr. Post, genauso wie ich euch darum gebeten habe. Und deswegen kommt einfach mal mit. Ich komme einfach mal mit. Nein, das ist hier unordentlich. Das wollen wir nicht. Ey, wie süß dieser Tannenbaum ist. So, jetzt sich bitte aufhören. Dankeschön. So, Freunde der Sonne, okay. Wir fahren jetzt hier in die Tiefgarage. Was wir nämlich heute tun werden müssen. Einfach mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage fahren. Was ein Luxusleben, Mann. Ist, meinen Wagen zu Mercedes zu bringen. Denn mir ist ein Genius beim rückwärts ausparken in mein Auto von reingefahren. Deswegen muss ich das jetzt leider einmal reparieren lassen. Da saß auch übrigens ein Mann am Steuer. Ich war es nicht ganz sagen, Freunde. Ich war es ausnahmsweise nicht. Stark von diesen jungen Herren gefahren. Mashallah. Bruder, grün steht ihr so gut. Grün ist einfach eine gute Farbe für sie. Anton, was habe ich für einen Fahrstil? Super, fühle mich wohl. Er wurde gezwungen, das zu sagen. Ey, das heißt, wir haben jetzt so einen Tag mit Shirin. Ich habe die Autos getauscht. Ein Tag. Finde ich, passt sowieso viel besser zu meinem Outfit, als es jemand interessiert. Oh, Stücke, ihn sei doch nicht so oberflächlich. Es sind echt Problems zum Einsteigen, glaube ich. Aussteigen schon mal mit Rock. Das ist einfach nicht möglich. 1,60 mit Hände nach oben. Okay, wir haben hier ein Treppchen, ja? Allein schon hier ist es kritisch. Kritisch, hier, kritisch. Wo soll ich mich jetzt festhalten? Kritisch. Wie soll ich da jetzt rein, ohne aussehen wie eine dicke Kuh? Bitte sag mir das jetzt mal. Mein System ist. Ey, sie ist einfach. Sie ist so sympathisch einfach, Mann. Shirin ist so sympathisch einfach. Folgendes: Ich gehe so. Hey, but she did it! She did it! She did it!
Oh, sehr laut. Teilweise. Die erste Frage kommt von Miska Misik. Die wichtigste Frage, wie geht es dir eigentlich, Shirin? Also erstmal, das ist eine sehr, sehr cute Frage. Vielen ja, Dank ist wichtig. Mir geht's wirklich besser denn je, vor allem besser als so die letzten 5-6 Monate, vor allem zu dieser Hochphase, wo ich das ganze Album fertig gemacht habe. Ey, das freut mich jetzt so. Ich weiß, dass ich mit diesem riesengroßen Projekt ready bin, worauf ich unfassbar stolz bin. Vor allem, wenn du so viel Zeit, Schweiß, Blut und Tränen investierst und dann einfach am Ende genau das bei rumkommt, was du dir vorstellst. Die nächste Frage lautet... Ey, das freut mich voll, wenn wie sie so darüber redet, dass es jetzt gerade so besser denn je läuft, vom Gefühl her einfach, dass sie sich persönlich so gut wie seit langem nicht mehr fühlt. Es freut mich einfach. Wie läuft dein Tag im Studio? Oder wir müssen ganz kurz diesen Eyeshadow appreciaten, holy shit. Oh, das ist eine sehr... das ist eine sehr gute Oh, das ist actually nice, okay. Allererst, ich stehe immer früher auf als die Jungs, weil ich möchte immer cute ins Studio gehen, okay? Manchmal, wenn wir sehr früh anfangen wollen, um 12, manchmal aber auch erst um 14 Uhr, holt mich dann der Taban ab. Dann treffen wir uns irgendwann um 14 Uhr, 14.30 Uhr im Studio und das allererste, was gemacht wird, ist Frühstück wird bestellt. Wie der Typ selten so richtig... gegeiert hat, achtet mal drauf. Der Typ so. Studio und das allererste, was gemacht wird, ist Frühstück wird bestellt. Man kommt sehr, sehr langsam in den Tag, okay? Mm. Erstmal kommt man zusammen, man isst gemeinsam, man trinkt. Ey, das finde ich schön. Das finde ich aber schön, das ist so dieses. Ich hab's früher gehasst in der Schule, Mann. In der Schule, morgens, Montag, 8 Uhr oder 7:30 Uhr, erste Stunde, und ihr habt Mathe und der Lehrer ist so ein H-Punkt, er fängt direkt an. Er geht rein und macht direkt, so, direkt Hausaufgaben kontrollieren, hier, Flo, komm mal vorne an die Tafel, erklär das mal, direkt erste Sekunde. Du bist noch so im Halbstraf, Digga, hast gefühlt gerade noch die Zähne geputzt und die Zahnbürste in den Rucksack wieder reingesteckt und dann will er direkt Action-Action machen. Beste Lehrer waren die, die so 10 Minuten geredet haben, ey, ganz kurz noch ihre Tasche ausgepackt haben, vielleicht auch noch einen Apfel gegessen haben und so gesagt haben, ey, wie war's Wochenende so. Beste Lehrer, meistens die jüngeren Referendaren. Und so dieses Feeling ist das. Danach warst du im Unterricht drin, alles cool. Danach bin ich an die Tafel freiwillig gegangen, hab Pythagoras, seinen Sohn, gezeichnet da. Aber so, Digga, ich fühle dieses Feeling so, dass sie so reinkommen will. Erstmal reinsliden fürs Feeling einfach. Man raucht eine Kippe, man raucht was anderes, man chillt, man redet. Natürlich wird damit medizinisches THC gemeint, Freund, das ist ganz wichtig. Jedenfalls werden dann Donuts bestellt. Und erst dann geht man dann in den Raum, in dem wir aufnehmen, in dem wir arbeiten, in dem wir Beats machen und so weiter und so fort. Es muss ein Grund sein. Oh, ey, ich freue mich auf diese Studio-Vlogs, die wir vielleicht bekommen. Oh, okay, ich bin ein bisschen zu hyped, ich pausiere zu oft. I'm so sorry, Freunde, aber ich bin gehyped. Ich bin nicht im Büro, wo ich anfange, irgendwie Papierkram abzuarbeiten. Du arbeitest einfach über eine sehr lange Zeit sehr intensiv mit den Leuten zusammen. Und deswegen ist mir einfach das Wichtigste, dass alle so cool miteinander sind. Und ja, Mann, das Feeling ist das Wichtigste. Hola, puta. Da. Na? Alles gut da drüben? Ja, du bist gerade auf laut und du bist gerade auf Kamera. Okay. Tschüss. Bis gleich. Okay, die Puta holen wir auch auf jeden Fall gleich ab. Die nächste Frage bzw. Aussage ist... Ey, guck mal, wie happy sie auch ist, man. Man sieht einfach, wie happy sie ist. Das freut mich voll, wie zufrieden sie mit allem gerade ist. Brauche mehr Hörprobenladen. Okay. Oh, wir kriegen die Hörprobe... Hier steht's schon. Hörprobe SD2. Freunde, hey. Sind wir ready? Sind wir ready oder was? Okay. Okay, du brauchst mehr Hörproben, dann lass mich kurz anhalten und dann mache ich dir eine Hörprobe an. Holy shit, wir kriegen echt eine Hörprobe, Jungs und Mädels. Ich sag's, wie es ist. Okay, seid ihr ready? Okay, ja! Oh, von Judy, okay. Mach die 808. Oh, ey, ich hab Legend Gänsehaut. Oh, ey, okay, wait. Wir hören einmal durch. Sorry fürs Pausieren, Freunde. Oha, von Frio, Judy und Young Mash produziert. Holy shit, okay. Ich mach die 808. Ich darf das. Oh, fuck. Danach, der Beat wäre so gebounced, glaube ich. Der Beat wäre so gebounced. Oh, okay. Oh. Dieser Beat, Freunde, das habe ich eingespielt auf meiner Blockflöte damals in der 3. Klasse. Wir hören nochmal alles komplett. Ready? Young Mash macht die 808. Ich darf was. Oh, aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Ich darf das. Doch ich mache diese Bitches nicht mehr famous. Immer zu tun und zu lassen, was ich will. Oh, ey, diese Pausen sind geil. Diese Pausen und dann diese Betonungen. Ich hab das Reich, immer zu tun und zu lassen, was ich will.
will. Dieses wie sie sich nach vorne beugt und man sieht einfach, wie sehr sie auch ihre eigene Mucke gerade fühlt. Ich liebe das. Das ist das Schönste für mich zu sehen, wenn Künstler ihre eigene Mucke gerade so fühlen einfach. Und sie fühlt, Digga, sie snappt. Sie snappt, ja, sie snappt. Sie ist am Snappen. Alle Fragen beantwortet, Freunde. Gönnt euch gerne. Das Einzige, was ich gerade verlinken kann für euch, um Shireen ein bisschen zu supporten, ist auf Amazon das Parfum von ihr, Freunde, ja? Kann man das als Mann auch tragen? Wieso nicht? Vielleicht bestell ich's mir auch einfach mal, Digga. Scheiß drauf, hab mir auch von Juju Pfirsich geholt. Und riecht dann ab und zu wie ein kleiner Pfirsich. Also nochmal, Leute, Anton ist 26 Jahre alt geworden. Leider. Ey, alles Gute nachträglich, Anton. Er wird das Video nie sehen, aber alles Gute. Gestern. Und deswegen müssen wir das natürlich gebührenfeier nachträglich. Oha, wie süß. Alter, wie kreativ sind die? Ey, danke dir, wirklich. Vielen, vielen Dank. Fahr vorsichtig, nicht wie Schuhmacher. Muss ich jetzt wahrscheinlich erklären, warum ich hinten sitze, aber kurz und knapp. Ich hatte das Gefühl, ich baue gleich jeden Moment einen Unfall. Weil in Neukölln, ich sag euch, die fahren hier wirklich wie in Litauen. Die nächste Frage. Ey, ich finde es aber Real Talk sehr vorbildlich und sehr nice, wenn sie ein schlechtes Gefühl hat, dass sie sich nach hinten setzt. Ich habe das auch manchmal, ich habe manchmal so ein schlechtes Gefühl bei irgendwas und dann mache ich es gar nicht mehr. Nett mich aber, glaube ich, oder irgendwas, aber dann mache ich es nicht und dann läuft auch alles gut. Frage ist, wann kommt dein Eistee? Meint Dirty? Meint ihr mein Eistee namens Dirty? Dirty? Meint ihr den Dirty Eistee? Ich meine den Dirty Eistee. In diesem Jahr noch raus, voraussichtlich im Spätsommer 2021. August, August, das August. Das braucht definitiv ein komplett eigenes Video für sich. Dirty! Freunde, folgt diesem Dirty-Account. Prozesse involvieren. Vielleicht könnt ihr sogar über die eine oder andere Geschmackssorte entscheiden. Auch eine interessante Frage. Ich bin gespannt, Alter. Wie ich bin gespannt. Der Gossip in der Musikbranche und von wem kommt er am meisten? Tief, Freunde, wir haben Tief, Freunde. Also, das ist richtig erfasst. Ich habe gerade wirklich überlegt, wo soll ich überhaupt anfangen. Holy shit. Ich sag euch mal so, der Gossip in dieser Branche ist wirklich intens. Der ist big, Freunde. Ich krieg ja auch ein bisschen was mit so. Ich bin nicht into it, aber so ein bisschen ab und zu hier und da. Und der ist big, Freunde. Der Gossip ist big. Jeder redet über alle. Jeder judgt jeden. Ich sag's, wie es ist. Es gibt wirklich sehr, sehr viel Gossip. Sehr, sehr. Ich habe das Gefühl, dass es immer meistens um dieses ganze Drumherum mehr geht, als selbst so um die Musik. Aber meistens kommt der Gossip immer von denen, die irgendwie sich so fühlen, als hätten die nicht genug Liebe bekommen. Oder den Leuten, die man kurz gesagt kein Gesicht gibt. Von denen gibt es eigentlich den meisten Gossip. Ja. Warum gibt man den Leuten kein Gesicht? Ich weiß immer schon, dass ich einfach von vielen Leuten Abstand halten möchte, weil ich finde, ich mache das hier für mich. Ich mache das hier nicht wegen irgendjemandem sonst oder weil es mich interessiert, was andere machen, sondern ich gucke halt auf mich. Ich gucke nicht rechts und links. Man will sich einfach aus Das ist das Beste. Und das kannst du einfach, wenn du einfach eine gesunde, aber sehr höfliche Distanz schaffst. Und das ist auch so ein Tipp an viele, viele Newcomer. Das ist das Beste, was du machen kannst. Guck nur nach vorne, nicht nach links und rechts. Fokussiere dich auf dich selber einfach. Das ist das Beste, was du machen kannst. Gerade wenn du so in diese Branche kommst, du denkst, oh mein Gott, das ist alles so spannend und man kann mit voll vielen Leuten connecten. Das ist überwältigend am Anfang, glaube ich. Aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil wenn du dich entwickelst und andere Leute sich vielleicht weniger entwickeln, dann ziehen die dich nur runter. Entwickelt sich auch der andere. Die ziehen dich nur runter dann. Kann es manchmal kompliziert werden. Das heißt, was du rausfinden musst, ist, wo sind die wahren Freundschaften? Ja. Mit wem bist du wirklich außerhalb von diesem Business befreundet und mit wem eben nicht? Ich glaube, das Fazit von dem Ganzen muss einfach sein, guck immer auf dich, also auch als Person, als Artist oder nicht, achte auf deinen eigenen Weg und wenn sich irgendjemand über dich abfuckt oder Gossip verbreitet, weil der irgendwie kein Stück vom Kuchen abhaben kann, dann ist es halt einfach deren Problem. Digga, scheiß drauf, Digga. Scheiß auf deren Kuchen, Digga. Bau dir eine eigene Konditorei, musst du dann denken. Ich gebe dir kein Kuchen ab, so. Ich baue einfach meine eigene Konditorei, dann scheiß auf den Kuchen, so. So müsst ihr denken. Aber das, ey, Real Talk, das waren gute Tipps. Das waren wirklich gute Tipps gerade von ihr. Jetzt alles an Gossip in den letzten 6-7 Jahren gehört habe, wow. Die nächste Frage lautet, wie kommst du mittlerweile in der Rap-Szene zurecht? Gibt es immer noch viel Problematik und wirst du mittlerweile von deinen Kollegen und von der Szene unterstützt? Gute Frage. Gefühlt, als wäre ich erst seit 2 Jahren in der Rap-Szene gefühlt. Wann? Sie ist schon immer drin gewesen, schon seit 5-6 Jahren. Hat mich der erste Rapper gedisst aus der Rap-Szene, als ich nur YouTuberin war? Das war safe 2015. Ja. Ich weiß auch noch, wer es war. Das heißt, seit 2015 bis 2021 wurde ich mindestens einmal im Jahr von irgendeinem Rapper gedisst. Safe. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es Farid war.
Farid oder Kolle, ich glaube aber eher Farid wahrscheinlich. Wirklich Teil der Szene zu sein. Ich war ja YouTuber. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer da stattgefunden zu haben, ohne wirklich stattgefunden zu haben. Also wer hat mich nicht gedisst? Farid. Der Beweis dafür, dass ja du so ziemlich gay bist. Du trägst die Kappe umgekehrt wie Shirin David. Ja, Mann. So viele Leute haben sie immer erwähnt, weil sie aber auch so, sie war so ein Aushängeschild auch einfach. Sie war so eine eigene Präsenz, muss man auch sagen, irgendwie, ne? Also, wenn man an Leute gedacht hat, die so ein Standing haben, dann kam Shirin halt relativ schnell einfach, weil sie damals auch schon ein Standing hatte. Kollege. Die Bikini-Ladies haben pretty faces, süß wie Milky Way und nicht klinisch fake, so wie Shirin David. Flair. 34, doch bin drauf wie 18. Ich will diese kleine Bia Shirin David nachziehen. Bushido, ja, Mann. Jetzt vor kurzem. Sagt der Bitch Shirin David, sie ist nur ein Touri. Diese Blocker-Schlampen machen alles für den Fame. Stimmt, Digga. So viele Leute, einfach die größten Leute auch. Aber selbst Bräuner machen Barbara. Kudo, oh mein Gott, ja, Majo. Ich will ein Gangbang mit Shirin David. Ich komm mit Farid, ich nehm Payment. PA hat, okay, PA war cute, weil er hat einen Liebessong gemacht. Als Kudo gerappt hat, dass er dich gangbangen will, hab ich drüber nachgedacht, ihn mit der Family zu killen, aber das... Wow, das hab ich gar nicht gesehen von PA. Wäre nicht mein Hack. Der ist jetzt wieder offline, aber das war schon sehr süß. Offline. Wenn du bisschen famer bist, ich liebe ihre Betonungen, die sie in Sprachgebrauch etabliert hat. Offline. Wir perfekte Basis. Unser Baby wäre 75% Iran. Ich habe bestimmt noch irgendwelche Leute vergessen, die so Sneak Disses gemacht haben. Ich muss auch sagen, seitdem ich da bin, habe ich sehr viel Liebe bekommen. Vor allem, ich wurde so viel supported. PA, Milo hat mir so viel Liebe gegeben. Nemo hat viel Liebe gegeben. Ich will jetzt auch gar keinen vergessen. Hier Farid an der Stelle hat auch sehr viel Liebe gegeben. Ja, Mann, auf Instagram hat er danach viel Liebe gegeben, stimmt schon. Grüße gehen raus. Aber auch Hafti, Lucio, so viele Leute. Ich bin schon sehr, sehr happy und ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr viel Akzeptanz aus dieser Szene bekommen habe, wofür ich echt dankbar bin. Aber wie gesagt, ich wurde halt auch gebasht. In der YouTube-Szene habe ich gelernt, das, was du denkst, das sagst du auch. Du verstellst dich nicht vor der Kamera. Du bist vielleicht manchmal cringe, manchmal bist du... Und da eckt man halt an. Man eckt an, wenn man mal selbst ist. Hier in Berlin und in dieser Rap-Szene, es geht immer darum, was denken die Leute von dir. Ja. Es geht nicht darum, wer du wirklich bist, sondern es geht darum, wie verstellst du dich jetzt oder wie actest du, dass die Leute das und das von dir denken. Und das ist halt irgendwas, was mich so am Anfang echt belastet hat und was auch so am Anfang echt sehr, sehr anstrengend war. Irgendwie immer so zu denken, okay, du sagst mir gerade das eine, aber eigentlich meinst du das andere. Aber mittlerweile habe ich auch so eine gesunde Distanz dazu geschaffen. Mittlerweile checke ich auch, wenn mir jemand das sagt, dann meint er eigentlich das. Es ist einfach so eine eigene Position. Das ist so, Real Talk, das ist wirklich so. Oh mein Gott. Warum ist es so kalt draußen? Okay, Bruder, was ist dein Lieblingssong vom Album? Ich kann auf jeden Fall sagen, was nicht meine Lieblingssongs sind. Oh, ey. Ey, ich kenne sie auch noch von den alten Gang-Tour-Zeiten und so. Die sind sehr lange schon befreundet. Ich glaube, ey, Real Talk, ich glaube, ich saß mit der schon mal im Taxi zusammen. Ich saß mit der schon mal im Taxi, glaube ich. Ich glaube schon. Das war nach der Sonic Release Party von Julian Bam. Da waren wir auf der Aftershow-Party alle zusammen. Wir haben halt den Film vor Premiere im Kino zusammen geguckt. Und dann waren wir da, haben noch unten ein, zwei Capri-Sonnen getrunken alle. Und waren dann noch auf dem Hotelzimmer von Drew. Und danach sind wir halt mit dem Taxi nach Hause gefahren. Oder nee genau, wir sind von der Location, wo wir ein bisschen was getrunken haben, zum Hotelzimmer von Drew gefahren. Und da war ich im Taxi mit der lieben Annika, die Managerin von Ju. Und ich glaube, da war sie mit dabei, weil sie ist, glaube ich, eine gute Freundin von Annika. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Sie war aber sehr nett, sehr, sehr höflich. Sie war sehr nett und sehr höflich. Und ich glaube, ich war mit ihr im Taxi dann. Sie kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor und ich glaube, das war sie. Aber, wie gesagt, es wurde auch schon die eine oder andere Capri-Sonne davor konsumiert, deswegen weiß ich es nicht mehr hundertprozentig. Ich will wissen. Ah, doch, aber sie kommt mir sehr bekannt vor. Also ich glaub, wenn ich es jetzt verwechsel, dann tut es mir leid an die nette Dame. Dann war die letzte Capri-Sonne zu viel. Das, was die erste Single sein soll, ist auf jeden Fall dicker Fave. Und ich fahre den James Bond Sport Wagen Beach. Ich bin gespannt, Digga. Ich will nochmal dazu sagen, warum ich ein bis zwei Songs nicht geil finde. Als wir auf Gran Canaria waren, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ja. Das ist ja nicht so, als würde man sich hinsetzen und schreibt mal einer einen Song und dann hast du in zwei Stunden einen Song fertig. Das mag bei manchen so sein, aber auf jeden Fall nicht bei dieser Dame hier. Deswegen dauert das auch ein Jahr, bis ein Album ist auch. Das heißt, da läuft dann 3 bis 4 Tage derselbe Beat durch, Tag und Nacht. Du kriegst so gehirnwäschemäßig. Weil da werden natürlich extra fette Boxen aufgestellt, damit es besonders laut ist. Und
aber davon... Shireen schämt sich voll schon und sagt so, sorry, Bro. Ich jetzt dem Lied, weil ich einfach traumatisiert bin. So, yeah, that's what it is. It's what it is. It is what it is. Was war der anstrengendste... Was, hab ich's gerade auch gesagt? It is. It's what it is. That's what it is. Okay, sie haben gesagt, that is what it is. Was war der anstrengendste Song zu machen? Rumpel Stories. Der Song geht halt, ich will nicht lügen, 8 oder 9 Minuten lang. Und ohne zu spoilern... What the fuck? Du hast den ja jetzt ein paar Mal gehört, ne? Mehr, ich will auch mehr gar nicht sagen. 8 Minuten, Digga. Patty zahlt, weil ich hab kein Bargeld. Patty. Es könnte sie Real Talk sein. Ich war mir gerade nicht sicher, aber der Name Patty hat wieder was ausgelöst in mir. Es tut mir leid, wenn ich sie verwechsel, Mann. Das tut mir echt leid. Hier wird bald mein Eistee stehen. Bruder, ich freu mich drauf. Ich freu mich auf diesen Eistee. Okay, nächste Frage. Wo ist das Bild mit Niki mit 5000 Fragezeichen? Also dieser Abend war iconic. Wir hatten sozusagen eine der größten Lounges in der Mercedes-Benz Arena, als Niki kam. Für mich einfach ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe Niki noch nie live gesehen, okay? An dem Abend, Holy shit. Weiß nicht, wie viele Leute wir eingeladen haben, aber ich weiß nicht, wer auch alles wieder da war. Am Ende sagen auf einmal die netten Leute von meinem Label zu mir, Shireen, du kannst wahrscheinlich jetzt Niki sehen. Und ihr müsst euch vorstellen... Bruder, innerlich gestorben auf einmal. Ich war so am Ende. Ich war so sturzbetrunken. Ich war so, was? Wie soll ich in so einem Zustand Niki sehen? Das heißt, wir gehen runter. Da sind ausgewählte Leute. Ich glaube, Influencer, Blogger und so weiter und so fort. Die schieben mich als Erste in die komplette Reihe. Ey, sie stand vor mir. Holy shit. Sie ist wirklich 1,50 mit Händen nach oben. Und ich habe sie ungelogen 4-mal gesehen. Ich muss gerade überlegen, was du meinst, shit. 4-mal gesehen, aber du warst so besoffen. Ja, ja, ich habe auch kurz überlegt, aber dann wusste ich auch, ja. Richtig. Und es war so schlimm, dass ich danach einfach angefangen habe zu heulen, weil ich so verzweifelt war. Oh no, glaube ich. Und weil man danach dann auch denkt, fuck, ich habe mich voll blamiert. Oh, man schiebt immer richtige Filme dann. Nicht richtig sehen konnte, weil ich sie 4-mal gesehen habe. Und diesen Moment... Hey, Niki, auch so, hey, Niki. Und sie unbedingt so richtig... Oh no. Ich wollte sie richtig angucken, so ins Gesicht. So aufsaugen, Digga. Ich wollte genau das machen und sie war einfach zu oft vor mir. Wie magic war es bitte, dass ich an diesem Abend, genau in der Nacht, wo Liebling auf die 1 gegangen ist, Niki treffen konnte. Heftig. Das heißt, Heftig. Sie hatte ihren eigenen Fotograf und dieser eigene Fotograf hat Bilder gemacht. Und erst, wenn sie zufrieden war, hätte sie es freigeben können. Auf die Frage zurückzukommen, sie hat es nie freigegeben. Wahrscheinlich hat sie sich nicht gefühlt, wahrscheinlich hat sie das Bild nicht gefühlt und so weiter und so fort. Okay. Bevor ihr judged, genauso. Ich will auch, dass mein Fotograf, mein Team am Set ist. Ich will auch. Ey, das kann ich 100% nachvollziehen, Mann. Das ist gar kein, das kann ich voll nachvollziehen. Das ist voll normal, dass man Sachen abnehmen lassen muss von Künstlern, bis die sagen, ja, du darfst das über mich im Internet verbreiten. So ist ja obvious. Ihr würdet ja auch gerne wollen, dass wenn ein Foto von euch gemacht wird, dass ihr entscheiden dürft, hey, darf das online kommen oder nicht, so wisst ihr. Deswegen voll nachvollziehbar, Mann. So cute aussehen, weil ich meine, safe. Girl, it's Nicki Minaj, so. Safe. Wir fahren jetzt Patty nach Hause. We got some shit to do. Und wenn ich shit to do sage, meine ich... Ey, ich werde danach bei Patty auf dem Instagram-Account gucken, ob sie irgendwas gepostet hat an dem Abend, wo wir unterwegs waren. Sie wird sich wahrscheinlich nicht wirklich an mich erinnern, weil ich einfach ein random Dude war. Genauso wenig, wie ich mich an sie erinnern konnte, bis ich sie jetzt gesehen habe. Wir haben 2, 3 Worte vielleicht gequatscht oder so. Aber ich bin gespannt, ob sie es wirklich war, Mann. Jetzt ist es in meinem Kopf drin, Mann. Kennt ihr das, wenn ihr so an irgendwas denkt und nicht wisst, ob ihr richtig seid im Kopf? Ihr wollt es wissen einfach. Ey, das ist so süß, diese Freundschaft. Tschüss. Ciao. Ciao. Okay, Leute, weil es einfach wirklich viel zu kalt ist. Ich dachte einfach, es ist Sommer. Wir haben original 10 Grad, gehe ich mich umziehen, weil ich einfach so draußen nicht rumlaufen kann und nicht rumlaufen möchte. Also, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt ein bisschen... Oh, Bruder, ich liebe diese Hose. Ich liebe diese Hose, mashallah. Mitte April tauglich angezogen. Ich musste einfach mein wunderschönes Outfit tauschen gegen Jeans und diesen T-Shirt. Aber scheiß drauf, Hauptsache. Ey, ich fühle das aber fast schon mehr, diesen Oversized-Look, Mann. Wir können das Video hier für euch... Ciao, ne? Nächste Frage. Hast du dich bei deinem Album von jemandem inspirieren lassen? Okay. Ich hätte jetzt lange überlegen können, wegen grundsätzlichen Inspos, die man so aus seiner Jugend und seiner Kindheit hat. Aber ich glaube, die größte Inspo, die krasseste Inspo, die ich bekommen habe, war ab dem Zeitpunkt, ab dem ich angefangen habe, mit Lars zu arbeiten. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bevor wir überhaupt erstmal irgendwie richtig Songs geschrieben haben, haben wir uns einfach nur unterhalten. Welcher Lars? Lars Unlimited? Wir haben einfach nur geredet. Ich glaube, Lars Unlimited, ja.
einfach nur mit Lars Unlimited. Vor allem ist es beim Songwriting unfassbar wichtig, dass jemand dir zuhört, okay? Ihr denkt wahrscheinlich, Songwriting oder für jemanden zu schreiben, ist sich in irgendeiner anderen Stadt hinsetzen und einfach einen Text runterzuschreiben, dem Artist zu schicken und der Artist... Das ist 0,0 so. Das ist immer ein... Es ist mehr ein Miteinander statt ein Füreinander. You know? Es ist halt so, man setzt sich zusammen, hat Sessions zusammen. Man macht einen Beat an. Der eine sagt, ey, freestylt vielleicht ein bisschen auf dem Beat, macht ein paar Zeilen. Dann sagt der andere, ey, Bro, nice, wie wär's damit? Es ist so immer ein Miteinander. Deswegen, Leute haben ein ganz falsches Bild von Ghostwriting oder Songwriting. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es ist immer ein Miteinander und nie wirklich ein Füreinander. Kommt es dann wahrscheinlich so ein. Aber bei mir ist das so, beziehungsweise in jeder Session, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, bei mir schreibst du mit mir. Weil... Ja. Vor allem auf diesem Album, beim ersten Album war es noch ein bisschen schwieriger. Bei diesem Album, das müssen meine Worte sein, das müssen meine Gedankengänge sein, das muss das sein, wie ich spreche, wie ich denke, wie ich lebe, was ich sage. Und mit Lars war das einfach so krass, weil er hat mir nicht nur zugehört, er hat mir einfach so viel beigebracht. Zuallererst sind wir die alte Schule durchgegangen. Das heißt, wer ist KRS-One? Die ganze Lil Kim-Ära, die ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen habe, meine Ära war Nicki. Und für viele Oldschooler war es halt einfach Kim, es waren Foxy und so weiter. Und an all das hat er mich rangetragen. Erstmal, was ist der Ursprung? Was ist überhaupt Battle Rap? Aber ich glaube, die Kombi von... Lars auch sehr guter Mann, Mann. Lars, sehr starker Lyriker. Jemandem wie ihm und jemandem wie mir. Ist nice. Leute, die nach außen unterschiedlicher nicht sein könnten, war irgendwie das, was die Magic war. Und immer, wenn ich gesagt habe, wie ich mich fühle, was ich empfinde, worüber ich rappen will, er hat alles verstanden. Und das ist das Schöne. In dem ich finde es voll Leute schön, gerade wie sie sagen, über Lars so redet. Du musst die Songs von einem Mann schreiben. Es ist so viel krasser, dass ich durch oder mit einem Mann meine Stimme lauter machen kann. Ein Mann gibt dir seine Hand und hilft dir, auf die nächste Stufe zu steppen. Und das ist ein Ding von Gleichberechtigung. Ich finde das voll schön, zusammen ja, Richard. Weiterzukommen, sich zusammenzuentwickeln. Und natürlich auch. Ey, Digga, wunderschöne Worte gerade, die sie findet. Weil es ist nie so. Es ist dieser Grad zwischen. Bei manchen Leuten, ich will jetzt hier nicht über einen Kamm scheren, aber es ist immer teilweise ein sehr schmaler Grat zwischen sehr wichtigen und guten Feminismus und dann kommt aber irgendwann das, der Punkt, wo Männerhass anfängt, so. Und das finde ich schade, weil es gibt immer so ein paar Idioten, die dann halt das zu sehr vermischen, weswegen manche Leute mit Feminismus teilweise was Negatives verbinden, was schade ist, weil das Positivste auf der Welt gefühlt ist, dass Leute gleichberechtigt werden, finally. Und so wie Shirin es gerade erklärt hat, ist es richtig schön, dass es halt ein Miteinander ist und nicht so ein, ich muss mich irgendwo drüber stellen oder ich darf keine Hilfe von irgendeinem Mann mehr annehmen, sondern so, ey, das ist doch schön, wenn ein Mann mir seine Hand reicht, dass ich die annehme dankend und wir zusammen was Nices draus machen können, so, wisst ihr? Das ist halt Gleichberechtigung, ein Miteinander so. Genauso wie Zuena zum Beispiel. Zuena hat mit Luke Wright zusammen bei Apache den Beat gemacht von Roller. Die wenigsten wissen, dass Zuena eine Frau ist zum Beispiel. So, das finde ich aber auch nice, dass so das übergreifend ist und in der Musik halt Männer mit Frauen zusammenarbeiten und Frauen mit Männern, so, weil es das Normalste der Welt ist, dass Mann und Frau zusammenarbeiten, aber im Musikbusiness ist es halt noch so ein bisschen ab und zu ein bisschen verklemmt, aber ich finde es richtig schön, wie sie es erklärt hat gerade. Auch die Dinge, die mir halt einfach passiert sind, vor allem sehr viel Bullshit, der mir passiert ist, durch den ganzen Pain, den man durchgegangen ist, das war eine krasse Inspo und einfach das Leben, einfach Sachen, die passieren, Sachen, die du nicht ändern kannst, Situationen, die du handeln musst, erwachsen werden, rationaler werden. Eine super Überleitung. Was ist deine Faith-Line vom Album? Also zuallererst, ich könnte mich niemals nur auf eine einzige Line beschränken. Verständlich. Weil es sind wirklich unfassbare Lines auf diesem Album. Unfassbar, aber eine, okay. Was sehr krass feier ist zum Beispiel, Labels fassen Frauen falsch an wie Bill Cosby. I mean... Oh, okay, ja. Okay, okay. Ich freue mich aufs Album, ich freue mich sehr aufs Album. Ich würde einfach jetzt mal Lars fragen. Oh, sie ruft Lars an, ey. So sympathisch, dieser ganze Tag ist eher so ein Day mit Shirin David so unterwegs. Finde ich sehr nice das Feeling bis jetzt. Was geht, gerade gegessen. Wir sehen gerade für Sonntag das Video. Und eine Frage war unter anderem, welche Line ist deine Lieblingsline aus dem Album? Ich konnte mich schwer entscheiden, aber ich bin irgendwie bei dieser Goliath-Line hängen geblieben. Frag mich nicht warum, weil die für mich so,
Boah, die ist so, klingt so bossy und irgendwie ist die auch so basierend auf echten Tatsachen. Aber ich find's nice, wie Lars darüber gerade redet. Wortspiel, das hat auch immer, ey, bei so einem Album, dieses ganze verrückte, krasse Album, das jetzt auf eine Lieblingsline so, das ist so, das, wenn du mich jetzt fragst, was ist dein Lieblingssong oder so. Genauso schwer, oder? Ja. So, okay, das heißt, wir können uns eigentlich geil, Mann, irgendwas entscheiden, weil es ist... Das Album wird heftig, das wird snappen, Mann. Das wird snappen. Um es auf eine zu reduzieren. Danke. Ja. Schaut uns an, Lars. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit erreichbar. Okay, grüß alle ganz ja. lieb und wir hören uns später. Mach ich. Und ein Filet-O-Fisch, bitte. Ey, Freunde, traurige Wahrheit, ich bin gegen Gluten allergisch. Ich habe Zöliakie, falls ihr das kennt, wahrscheinlich nicht. Ist sowas wie Laktose, nur mit Mehl, so am einfachsten. Und ich darf bei McDonald's nur Pommes essen. Nur Pommes und Eis. Das ist das Einzige, was ich darf bei McDonald's. Alles andere darf ich nicht essen, weil da Weizen drin ist. So. Sad life von. Ich habe noch nie einen Burger gegessen bei McDonald's. Doch einmal in Tschechien, da gibt es glutenfreie Burger. Aber sonst noch nie Big Mac oder so gegessen. Sad life, Freunde. Ein Cheeseburger bitte. Ich habe Anton seine Jacke abgezogen. Anton friert sich hier gerade einen Pulli ab, weil Shirin wieder so intelligent war. Digga, lass einfach. Aber Jacke steht dir, Jacke steht dir. Nächste Frage. Wie hast du dich selber aufgebaut, als du die deprimierende Phase hattest? Ich habe sehr viel Also es ist nicht unbedingt das, was es irgendwie besser macht. Es ist sehr schwer, über Depressionen im Großen und Ganzen zu sprechen. Bei mir passiert auf jeden Fall alles im Kopf. Alles, was ich mir selber einrede, all meine Selbstzweifel oder Unsicherheiten oder auch dieser übergestörte Drang nach Perfektionismus und alles muss so on point sein, macht ganz oft die Magic kaputt. Ich muss immer durch den Pain. Ich weiß nicht, es hört sich blöd an, weil ohne diesen Pain könnte ich so viele Sachen nicht in den... Ich glaube, das geht aber vielen so. Viele Sachen gar nicht ausdrücken, wie ich mich fühle. Ich glaube, es gehört einfach dazu. Und, man wächst dadurch, man wächst dadurch. Nicht anzukämpfen, sondern aus diesem Pain und aus diesen ganzen... Was Schönes draus zu machen, was zu schaffen. Ja. Ich habe einfach verstanden, es gehört zu mir. Deswegen gibt es auch einen Song auf dem Album, der heißt Depression im Paradies. Das heißt, du kannst das krasseste... Bruder, was ein schöner... Oh, ich werde weinen bei dem Song. Ich sag's jetzt schon, Freunde, macht euch auf die Reaction gespannt. Depression im Paradies, schöner Titel. Sehr schöne Wortphonetik. Haus haben, du kannst einen Pool vor deinem Haus haben, kannst einen Koch haben, aber wenn du hier drin nicht für dich selber wirklich glücklich bist und on point bist, dann hilft auch alles andere nicht. Also, das hier ist der Grunewald, beziehungsweise ein Teil von Grunewald und hier komme ich ab und zu voll gerne hin. Ich bin ja schon ein bisschen isolierter und ich gehe nicht so gerne raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch unter soziale Phobie fällt oder ob ich einfach mich nicht frei fühlen kann, weil wenn ich rausgehe, dann so viele Leute mich ansprechen, was ja eigentlich sehr süß ist. Aber manchmal hat man das Gefühl, man kann einfach nicht so privat man selbst sein, so, ja. Wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich hier immer voll, ist voll safe. Voll süß, wie sie darüber redet. Einfach, der Vibe ist unfassbar. Dann kommen wir auch schon direkt. Ey, Digga, voll süß, wie sie darüber redet, Mann. Zur nächsten Frage. Die wahrscheinlich meistgestellteste Frage ist, kannst du es wahrscheinlich jetzt schon erahnen, wie kam es zur Versöhnung mit Shindy? Oh, yeah. Interesting. Ihr könnt mir so persönliche Fragen stellen, wie ihr wollt. Und weil es einfach locker 4-5 Mal Top-Comment war mit jeweils hunderten von Likes auf diesen Kommentaren. 2400, um genau zu sein. Gehe ich auch mal ganz kurz darauf ein. Ich glaube, anhand dessen könnt ihr sehen, dass es voll nice ist, dass man sich gerade in diesem ganzen Game vertragen kann. Es sind ja auch bei uns keine Beleidigungen gefallen. Hier wurden keine Mütter beleidigt oder keine Familien oder so. Es gab halt nur eine doofe Situation so. Und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu erzählen. Aber ich möchte euch einfach nur mitgeben, wenn man wirklich will, kann man sich vertragen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran. Das Geschenk war unglaublich Zucker. Ich weiß, ihr habt jetzt meine Geschenke auch nicht gesehen, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass meine Geschenke zu sein Geburtstag auch sehr Zucker waren. Vielleicht kommt da auch was auf euch zu. Deswegen ist mir... Wir haben es bestätigt bekommen, Freunde. Der Vertrag ist gesetzt. Wir haben hier schwarz auf weiß die Meldung bekommen, Freunde. Das heißt, entweder haben wir ein Mini-Ding von Shindy irgendwie auf ihrem Album. Oh, Bruder, ja. Doch, sie war auf Shindys Album, Shindy ist auf ihrem Album. Holy shit, ich bin... Holy shit. Ich meine, sie arbeitet ja auch mit Lars zusammen. Lars und Shindy sind so... Oh mein Gott, Digga. Möchte ich noch offen lassen und... Oh, ich bin gespannt, Digga, ich bin gespannt. Ich bin Q&A jetzt mal irgendwie kurz darüber zu reden. Deswegen stay tuned. Watch out. That's it.
Das ist alles, was sie bekommt. Okay, das ist okay. Das ist okay, ich bin auch zufrieden damit. Was zum Beispiel kursiert ist, bist du eigentlich mit Taban zusammen, beziehungsweise was für eine Rolle spielt er in deinem Leben? Also zu dem Gerücht erstmal, was du ja gerade angesprochen hast, es kursiert ja seit Monaten dieses Gerücht im Netz, dass ich verlobt wäre. Punkt Nummer 1. Wenn ich verlobt wäre, wisst ihr, was für eine Welle ich machen würde? Ich glaube auch, Digga, diesen Hype könnte sie nicht verdecken. Das wäre der Hype ihres Lebens, Bruder. Den könnte sie nicht verdecken. Und Punkt Nummer 2, ich bin auch ehrlich gesagt so eine Person, ich möchte damit niemandem vor den Kopf stoßen, aber ich bin gar nicht ready für irgendwie sowas wie Verlobung oder heiraten. Verständlich. Genau. Vielleicht sage ich in 3 Es wird erstmal ein bisschen Bindes gemacht auf Freunde. Aber aktuell bin ich so weit weg davon, dass es so fern ab von meinem Kosmos und von dem, was ich für mich selber sehe oder was ich für mich vorhabe. Und um auf die Frage zurückzukommen, was Taban für mich oder beziehungsweise eine Rolle in meinem Leben spielt. Taban, ich wollte sagen, Taban nervt. Nein, aber Taban ist dieser unfassbar, ich sag mal so wohlwollend, sehr engagierte Manager, der einfach, ich weiß nicht, wie viel Feuer eine Person unterm Arsch haben kann, aber Taban ist unfassbar engagiert. Taban macht mein Management, das heißt, Taban ist mein Agent. Okay. Das heißt, Taban ist mit die engste Person um mich herum. Taban kriegt alles mit. Ich war ja früher mal bei Agenturen. Ich habe euch ja auch mal in einem Video erzählt, was mittlerweile offline ist bestimmt, dass man sich in Agenturen einfach behandelt fühlt wie ein Produkt. Und mit Taban habe ich jemanden gefunden, der wirklich meine Vision gecheckt hat, verstanden hat, was ich möchte, mich so krass gefördert hat, mich so krass gepusht hat. Ja, auch das ist wieder so schön, wie sie über Taban gerade redet, Mann. Deswegen, Taban und ich sind Shoutout an Taban. Und Taban macht mein Management. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, wenn diese Gerüchte, das, was in die Welt gesetzt wird von sehr vielen verschiedenen Parteien, würdet ihr euch trauen, bei Rappern über deren Frauen zu sprechen? Nein, würdet ihr nicht. Und das ist das Ding. Stellt euch mal vor, ich wäre wirklich verlobt. Es wären Kinder geplant, Familien wären involviert und vielleicht würde ich gar nicht wollen, dass es jemand weiß. Und da setzen sich Leute hin und behaupten oder reden darüber, dass ich verlobt bin und dass ich das und dies oder dass ich verheiratet habe, auch irgendwo ein Kommentar. Selbst wenn es so wäre, warum kann man das bei einer Frau nicht respektieren, aber bei einem Mann ist es Ehre? Also ich sag's, wie es ist. Ich glaube, bei Rappern würden trotzdem einige Leute so spekulieren. Und Rap-News-Seiten würden das auch posten so mäßig. Aber bei weitem nicht so doll wie bei ihr, das stimmt schon. Da ist schon noch ein krasser Unterschied, finde ich. Ich glaube, es würde trotzdem Leute geben, die es posten und so. Aber wie sie auch gesagt hat, ich glaube nicht, dass es gar nicht stattfinden würde, aber ich glaube, es wäre deutlich weniger bei Männern. Und das stimmt schon. Das stimmt schon, das ist krass. True. Bruder, mach nicht so. Deswegen das Wort zum Mittwoch, Donnerstag, das Wort zu Mittwoch, aber Taban ist einfach Teil von mir und Teil von allem. Das ist richtig schön, wie sie über Taban redet, Mann. Teil der Musik und einfach essentiell wichtig für all das und ich hoffe, dass damit erst... Guck mal, wie happy sie ist einfach, guck mal, wie happy sie ist. ...aus der Welt geschafft. Ach, Mann. Hab ich noch irgendwas vergessen zu diesem Thema zu sagen? Hab ich noch irgendwas vergessen, Bro? Nicht. Abgehakt. That's it. Nice, Mann. Auch noch eine sehr interessante Frage. Wird es Disses geben und wirst du persönliche Erfahrungen mit anderen Künstlern in dem Album aufarbeiten? Oh, Freunde, der Tee, ich habe noch wieder eine Kanne aufgesetzt für euch, Freunde, ich schenke kurz ein für euch alle, ja, holt eure Tee-Tassen raus, Freunde, ja, habt ihr alle? Perfekt, Freunde, wir hören rein. Also, die zweite wirst du persönliche Erfahrung, ja, und die erste, das Ding ist, ich bin kein Fan von Fronten. Ja. Kurz gesagt, ich habe noch nie in meiner Karriere, in meiner Laufbahn, ob als YouTuberin oder Sprechgesangsartistin, habe ich noch nie irgendjemandem geschadet. Ich habe nie jemanden gedisst, ich habe nie jemanden runtergemacht, ich habe nie jemanden klein gemacht, weil that's not my Art und Weise von Menschsein. Wenn du in den Wald schreist und es dann zurückschaust, Dann darfst du dich nicht wundern. Halt, weil wenn du gegen mich schießt, dann schieße ich vielleicht piu piu auch mal zurück, piu. Aber ich fronte nicht. Um es mal kurz zu sagen, ich disse niemanden. Aber es wird ein, zwei Seitenhiebe geben, so ein, zwei Erwähnungen, also ein, zwei Augenzwinkern, so den hier so ab und zu wird sie auspacken. Der mir nicht ans Bein gepisst hat. Alles, was ihr auf dem Album bekommt, sind Antworten, weil ich das wirklich sehr lange, wirklich, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Hat man das jetzt verstanden? Ich glaube ja. Okay. Wir neigen uns fast dem Ende. Würdest du bei kleinen Reaction-Streamern, die auf deine Musik reagieren, vorbeischauen und vielleicht auf die aufmerksam machen? Ich liebe diese Frage und weil ich sie gewählt habe, ist ja, das werde ich machen. Ey, das freut mich zu hören, Mann. Gerade bei den kleineren, viele von euch machen auch bestimmt Reactions irgendwie oder Reaction-Livestreams. Es gibt viele, viele Leute, die das immer und immer mehr machen und das freut mich zu sehen, dass immer mehr Leute anfangen und diese Szene größer wird. Bei Leuten, die es richtig machen auch.
und dir auch ein bisschen Input geben. Weißt du, das freut mich immer sehr zu hören, Mann. Wenn die erste Single online geht, Anton Geil. Und ich haben uns schon was überlegt. Ich werde ein ganzes Video machen, wie ich auf eure Reaktion reagiere. Ey, nice, Mann. Aber vor allem auch bei kleineren Reactern. Das freut mich. Ich mag natürlich auch die, die nicht immer alles toll finden. Aber ich habe auf jeden Fall einiges zu sagen bei ein paar Kommentaren, weil ein paar Sachen wurden immer nicht richtig verstanden. Und deswegen möchte ich darüber aufklären und das nochmal mit euch durchgehen. Das freut mich zu hören, Mann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Deswegen leite ich einfach mal über, Anton. Und zwar, wann kommt die allererste Lead-Single Wann? Von meinem Album. Wann? Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben, Leute, es geht los. Es geht Wann? Einfach los. Meine allererste Single, ich Kommt. Darf das, droppt am 7.5. Wie immer, Donnerstag, 13. In einer Woche, nächste Woche, es ist nächste Woche. Schwarz auf weiß, wir haben es nächste Woche. Es ist nächste Woche. 20.59 Uhr, das heißt, von heute aus, nicht den Freitag jetzt, sondern den Freitag darauf. Nächsten Sonntag kommt nämlich auf meinem Kanal das Video aus Gran Canaria online. Das okay, mit dem das kommt morgen, was wir uns direkt ansehen werden, versprochen. Ganzen Team drüben, das heißt, ihr lernt Judy kennen, ihr lernt Judy. Melvin kennen, ihr lernt Lars kennen und die allererste richtige offizielle Hörprobe. Ihr habt Sneak Peek jetzt bekommen, ihr habt einen Sneak Peek. Wir kriegen eine ganze Hörprobe morgen. Letzten Video bekommen, aber ich bin nicht ready. Ich bin nicht ready. Zu meiner allerersten Single geht's nächsten Sonntag. I am not fucking ready. Ich bedanke mich an dieser Auf Stelle. Instagram. Das heißt, wir machen morgen zwei Shireen Reactions. Das Video von Gran Canaria und die Reaction zur Hörprobe. Dass ihr bis jetzt zu Ende geschaut Holy habt. Holy shit, man. Ich bedanke mich für einen unfassbaren Support. Ey, Kuss. Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sehr. Wenn ja, dann zeigt mir das safe mit einem Daumen nach. Freunde, Real Talk. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, I'm sorry, mein Video ist jetzt 40 Minuten lang. I'm so sorry. Wie gesagt, falls ihr die Shireen Update Reaction sehen wollt, lasst gerne auch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Supportet enorm. Und Kuss an alle. Ihr seid so süß in den Kommentaren immer. Und auf Twitter auch. Ich lese ein bisschen hier und da. Es freut mich immer sehr, alles zu sehen. Oben abonniert meinen Channel, checkt mein Instagram aus und aktiviert eure Benachrichtigung. Besonders für die nächste Hörprobe nächsten Sonntag auf Instagram. Dann verabschiede ich mich. Wir verabschieden uns von Anton. Anton. Wir verabschieden uns von Taban. Shireen. Taban. Kuss, Kuss. Und umarmt. Mua. Ey, Mann, jetzt ist mein Video so richtig lang geworden, I'm so sorry. Ich habe echt ein bisschen zu viel ab und zu dazu zu sagen gehabt, aber ihr merkt, ich bin auch gehypt einfach. Es tat mir leid, dass ich jetzt so lange gebraucht habe für dieses Video, deswegen vielleicht nochmal ein bisschen extra lang. Ich hoffe, es ist okay für euch, Freunde. Aber ich hatte so Bock, ich bin einfach gehypt auf das Ganze, was auf uns zukommt. Morgen, Vlog von Gran Canaria, Behind the Scenes aus dem Studio, Writing Session. Morgen, Hörprobe, erste offizielle. In einer Woche, erste Lead-Single mit Musikvideo-Drop. Ich bin fucking not ready, Freunde. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr all diese Reactions nicht verpassen wollt. Wir werden diesmal fast sein am morgigen Tage. Digga, ich rede viel Mittelalter. Auf jeden Fall Kuss an alle, die mich hier so supporten und die auch Bock haben, dass wir uns alles zusammen von Shireen zusammen ansehen. Ich bin fucking gehypt. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Und ciao.